Das erste Aprilwochenende 2017 stand in München ganz im Zeichen des Poetry Slams. Über 2000 Besucher und knapp 50 Poeten aus ganz Bayern kamen für die 7. Bayerischen Poetry Slam Meisterschaften in die Landeshauptstadt. Am Samstagabend wurde im Münchner Volkstheater der neue Bayerische Meister gekürt. Ja, herzlich willkommen beim Finale der 7. Bayerischen Poetry Slam Meisterschaft. Wo im Winter der Westwind die Grippe verbreitet, im Sommer man Nackte zum Eisbach begleitet, wo ständig Rathausglockenspiele klingen, die Gott weiß warum immer mehr Touris bringen. Mit einem Text über seine Wahlheimat gelang Alex Burkhardt der Triumph über seine Mitstreiter. Es hat unglaublich Spaß gemacht, heute aufzutreten und dass das natürlich die Jury dann belohnt hat, ist eine sehr schöne Sache. Und ja, ich bin sehr leer und sehr froh gerade. Auch ich durfte ja fürs Lustspielhaus antreten, eben so einen sehr schönen Slam in München. Und vor 9 Jahren oder so bin ich hergezogen und so seit ein paar Jahren fühle ich mich auch einfach komplett als Münchner und bin deswegen sehr, sehr froh, dass ich das hier gewinnen durfte und den Titel in der Stadt behalten kann. Ich finde, dass Alex Burkhardt ein sehr, sehr würdiger Sieger ist, weil Alex Burkhardt seit Jahren sehr, sehr viel für die bayerische und auch für die deutschsprachige Poetry Slam Szene tut und deswegen hat er es jetzt endlich geschafft und ich freue mich sehr, sehr, sehr für Alex Burkhardt, absolut. Aber auf Münchens Bühnen slammen nicht nur die Großen, auch der Nachwuchs wird besonders gefördert. Ihre Bühne? Die Schauburg. Am Freitag hat hier die 16-jährige Elena Hammerschmidt das U20-Finale der Bayerischen Meisterschaften gewonnen. Ich weiß, sie kommen in den Scharen, aber wie soll man sich auch sonst den Paaren sperren? Von einer Million? Sag mir doch, was ist das schon? Am Ende schaffen es doch eh nur die Besten. Es war Wahnsinnsfinale. Ich hätte es jedem einzelnen von den Leuten, die dabei waren, gegönnt. Wir haben nach jedem Auftritt Party wie noch mal was gemacht. Nach jedem einzelnen Auftritt von jedem einzelnen Slammer oder der Slammerin. Und war heute reiner Zufall, dass mich getroffen hat. Und ich bin von den Socken. Der Witz ist, ich slamme erst seit ungefähr 3 Monaten, ein bisschen über 3 Monaten. Und hatte dementsprechend erst 5, 6, 7 Auftritte. Ich habe keine Ahnung, nicht mitgezählt. Ich bin irgendwie mit 0 Erwartungen, also natürlich hat man Erwartungen und hofft, dass es so weit geht wie möglich, aber total entspannt eigentlich reingegangen. Ich hatte super viele nette Leute dabei, besser geht's nicht. Das fanden auch die Zuschauer. Ja, es ist ein Finale der Bayerischen Meisterschaft, natürlich ist es qualitativ hochwertig. Ja, wir sind zum ersten Mal da und eigentlich hat uns sehr gut gefallen. Tolle Texte, tolle Poeten. Ich bin schwer begeistert, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn das die Zukunft unseres Landes ist, ist es super. Manche waren besser als andere, aber insgesamt fand ich es sehr herausragend. Auf geballte Poetry Slam Kunst dürfen wir uns auch im nächsten Jahr wieder freuen. 2018 werden die Meisterschaften vom 7. bis 9. Juni in Würzburg stattfinden. Wir merken uns das Datum bereits vor und sind gespannt, welche Gesichter wir dann wiedersehen.